Jetzt gibt es vier kurze Ansprachen aus der Berliner Politik. Und ich bitte als erstes auf die Bühne Herrn Frank Jahnke. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Und im Bereich der Wirtschaftspolitik ist auch die Entwicklungspolitik auf Landesebene angesiedelt. Deswegen ist er unser Mann im Abgeordnetenhaus. Herr Jahnke, bitteschön. Ja, danke sehr. Ja, guten Tag auch von mir. Ich freue mich hier bei diesem wirklich schönen Fest zu sein, an dem Tag, wo das Wetter, was nicht unbedingt zu erwarten war, ja offenbar auch gut mitspielt. Und man kann den Ort schon mal in Augenschein nehmen, der ja hoffentlich bald in ganz anderer Weise hier genutzt werden wird. Ja, ich bin entwicklungspolitischer Sprecher meiner Fraktion, was zum Wirtschaftspolitischen bei uns dazugehört. Ich bin auch Vorsitzender des Kulturausschusses. Und ich muss sagen, dieses Anliegen ist auch ein nicht rein wirtschaftspolitisches. Es geht ja auch um Kulturen. Man kann ja hier bei den beeindruckenden Initiativen der unterschiedlichsten Art der Zusammenarbeit sehen, welche Schwerpunkte gesetzt werden. Man kann hier Gruppen finden, die in Afrika direkt tätig werden. Man kann Gruppen finden, die sich hier um die Ausschreibung, um die ökologische und faire Ausschreibung bemühen, was mir auch ein wichtiges Anliegen ist. Also kurzum, man kann hier das ganze Spektrum von ehrenamtlicher Arbeit erleben, die in NGOs geleistet wird. Und die Sozialdemokratische Partei hat eigentlich von Anfang an dieses auch positiv begleitet. Wir haben ja in den letzten Jahren auch erstmal die Mittel für die NGOs aufgestockt, haben dann das Promotorenprogramm in die Wege geleitet. Und nun, das ist das neue große Vorhaben, weshalb wir ja gerade uns heute auch hier versammelt haben, wollen wir eben das eine Welthaus auf den Weg bringen. Und dies ist ein ganz entscheidender Zusammenhang, der ja hier auch in der Eingangsrede dankenswerterweise dargestellt wurde. Dort die ehemalige Werbeausstellung mit zur Schaustellung von Afrikanerinnen vor gut 100 Jahren. Hier sieht man ein ehemaliges Industriegelände, das ja eigentlich auch der Nutzung harrt, wo man etwas Vernünftiges draus machen will. Industrie findet hier gerade nicht mehr statt. Bauten gibt es hier aber noch. So etwas gibt es in der Stadt sehr oft. Und hier ist ein ideales Gelände gefunden, wo wir mit dieser neuen Nutzung des eine Welthauses etwas gefunden haben, wo Berlin sozusagen aus sich selbst heraus, aus dem, was hier war und was hier sein wird, neue Kraft schöpft. Wir wollen dies unterstützen. Dies wird auch durch die Zustiftung dieses Geländes hier geschehen. Es ist auf bestem Wege in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, in der Wirtschaftsverwaltung wird es auch gerade geprüft. Aber ich bin optimistisch, dass es noch in diesem Jahr mit der Grundstücksübertragung klappen wird und dass sich dann auch die anderen Wege der Finanzierung finden. Sie haben mit der Stiftung Edimarion ja einen großartigen Unterstützer auch gefunden. Global Village ist ein großartiger Verein, der das Ganze hier als Träger managen wird. Also ich bin guten Mutes, dass dieses eine Welthaus ein ganz großer Erfolg wird, dass die entwicklungspolitische Zusammenarbeit nicht länger ein Untermieter im Haus für Demokratie in der Greifswalder Straße sein wird, wo es ja auch schon mal gut ist, aber hier etwas ganz Eigenes bekommt, wo man auch die unterschiedlichen Bereiche dann viel besser wird darstellen können und die vielen NGOs aus den ganz unterschiedlichen Bereichen hier ihre Repräsentanz haben werden. Also Ihrem Projekt viel Erfolg.